In diesem Video zeige ich dir, wie du die linke Hand im Klavierstück aus dem Film Amelie des Komponisten Jan Tiersen richtig und vor allem entspannt spielen kannst. Das Erste, worauf du achten musst, ist der Fingersatz. Fingersatz ist 5, 1, 2, 4, 1, 2. 5, 1, 2, 4, 1, 2. 5, 1, 2, 3, 1, 2. 5, 1, 2, 3, 1, 2. 5, 1, 2, 4, 1, 2. 5, 1, 2, 4, 1, 2. 2. 5, 1, 2, 3, 1, 2. 5, 1, 2, 3, 1, 2. Die zweite, auf die Bewegung der Hand. Wenn du Intervalle spielst, das bedeutet zwei Töne und in unserem Lied zugleiche Zeit, sollte die linke Hand eine Abwärtsbewegung machen. Und wenn du einzelne Töne spielst, hier haben wir H und A, sollte die Hand eine Aufwärtsbewegung machen. So sieht es aus. Runter, hoch, runter. Je schneller das Tempo, desto kleiner die Bewegung. So wechselt die linke Hand zwischen Entspannung und Anspannung. Dadurch wird eine ständige Verspannung in der Hand vermieden. Das ist sehr wichtig, denn Verspannungen in den Händen können zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen.